Queridos espectadores, Cristiano Ronaldo, o beste, beste jogador mais importante de futebol. Uniente, Real Madrid, pede a quarta final, contra Paris Saint-Germain. Abadastes feuns, cai problema. De noite, Vilma Vixe, vai ser o grande diferença entre Cristiano Ronaldo e dizer Neymar. Ganchaifa, Cristiano Ronaldo, tem inzwischen 4 Kinder. O Neymar hat nur ein Kind, und das ist ja selber, so wie er sich benimmt. Aber jetzt, Cristiano Ronaldo, Cristiano do João, zeigt euch, was ich mache die letzten 10 Minuten vor einem Spiel gegen Paris Saint-Germain. 10 Minuten vor dem Spiel, Cristiano hat sich Wimpern angeklebt, damit das Flutlicht nicht blendet. 9 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo schickt Neymar eine WhatsApp mit einem Angebot über 500 Millionen von Schalke 04, damit er anfängt nachzudenken. 8 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo putzt seine Schuhe und zwar mit Chanel. Moment mal gerade, wieso steht da 5 drauf? Da muss 7 draufstehen. 7 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo teilt dem Trainer die Taktik mit, aber per Brief. Da hat er keine Zeit mehr, sie zu ändern. Schlau. 6 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo isst Kohlenhydrate und zwar Eintopf mit Chia-Suppengemüse. Mais importante, 5 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo lässt sich marschieren, aber nicht die Schulter und den Rücken, sondern die Kopfhaut, damit ich motiviert bin, mich in die Haarspitzen. Süß. 4 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo ruft noch kurz eine Briefkastenfirma an. Moment. The number you have reached is not in service. Der Briefkasten geht nicht dran, dann ist alles in Ordnung. 3 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo macht noch einen kurzen Powernap. Gute Nacht. Was? Schon zu spät? Guten Morgen. Das tat gut. 2 Minuten vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo verstaut sein Proviant. Moment mal gerade. So, falls er im Strafraum mal Hunger hat. 1 Minute vor dem Spiel, Cristiano Ronaldo sammelt hier in der Kabine unter den Mannschaftskollegen noch für sein neues Auto. Das klingt nach Lamborghini. 10 Sekunden vor dem Anpfiff, Cristiano Ronaldo gesehen, fährt noch mal kurz nach Madrid, um zu gucken, ob die Garage auch zu ist und der Stecker vom Eierkocher rausgezogen wurde. Zum Anpfiff ist Cristiano Ronaldo pünktlich wieder da. Aber jetzt, Cristiano Ronaldo, freut sich auf das Spiel gegen Paris. Und mein Tipp ist, wir gewinnen 2:0 und ziehen ins Viertelfinale ein. Purke? Purke, Cristiano Ronaldo ist der beste Fußballer. Gibt's nur einen, der noch besser ist als Cristiano. Und das bin ich. Hala Madrid! Ja, Freunde, das war unser Cristiano. Die Frage ist, Paris gegen Madrid, haben die Bayern international überhaupt eine Chance? Schreibt's in die Kommentare. Außerdem unser Clip aus der letzten Woche und ein Ronaldo, den wir auch schon mal gedreht haben. Wir sehen uns und hier Kanal abonnieren.